Hallo und herzlich willkommen zurück zum leider letzten Slot unserer Live-Shootings bei unseren Fototagen im November. Ich habe hier wieder den lieben Fabian neben mir stehen. Hallo, willkommen zurück. Hi Tina. Und wir haben uns ja schon bei den letzten Shootings immer mal wieder mit dem Thema Licht beschäftigt. So ein sehr, sehr wichtiges Thema natürlich, wie wir alle wissen. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, wie man das alles ein bisschen kreativer gestalten kann. Also das Motto Rembrandt mal anders. Wir sind sehr gespannt. Genau. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ich stelle mich noch mal kurz vor, für alle, die eben jetzt nicht im Stream mit dabei waren. Ich bin Fabian Grell, 37 Jahre aus Bielefeld. Ich bin Fotograf seit ein paar Jahren und ja, mache hauptsächlich Porträts, Beauty, Close-ups, Kreativkram. Und ich bin hier heute für Panasonic und dementsprechend wie immer mit meiner Lumix S5 II unterwegs. Und eben kam die Frage schon oft, deswegen ich beantworte es sofort mit dem 85 mm 1.8, auch von Lumix, genau. Hinter mir ist Pascal. Wer meine Bilder kennt, kennt auch Pascal. Ich habe schon ein paar Mal mit ihm zusammengearbeitet und deswegen heute auch wieder gerne. Schön, dass du da bist. Genau, was machen wir heute? Ich mache ein Live-Shooting. Das heißt, ich mache jetzt keine Lehrstunde. Ich habe keine PowerPoint. Ich gehe mal ins Licht. Ja, es ist wichtig, genau. Ich mache einfach ein Shooting. Und meine Shootings laufen halt so ab, dass ich ein bisschen rumspiele. Ja, also ich habe vielleicht eine Idee im Kopf, aber ich bastel mir mein Konzept zusammen während des Shootings. Ich gucke, was sieht aus, was sieht nicht aus, was kann ich noch machen an Pascal, mit Pascal in der Kamera oder vielleicht eben auch, und dafür möchte ich heute ein bisschen Fokus setzen, mit den Lichtquellen. Was habe ich heute hier? Einmal, also es ist alles von Nanlite. Hier einmal Nanlite FS300 Dauerlicht, ein Nanlite Projektionsattachment. Das heißt, damit kann ich das Licht scharf stellen sozusagen und kann so fancy Folien und ja, Projektionsvorsätze davor machen, die dann so Muster werfen. Genau. Dann haben wir hier ich sag mal so ein Stadionlicht, Nanlite FC500B, also ich kann die Farbtemperatur einstellen, hat ordentlich Power. Genau, darauf eine schöne große Neoluma Softbox. Ehrlich gesagt, fast ein bisschen überdimensioniert heute hier. Ich kriege das nicht mehr ganz hoch. Die Decke ist etwas tief, aber wir werden schon damit arbeiten können. Genau, und dann haben wir hier hinten noch ein Nanlite Parvo Tube. Die sind auch cool, weil da kann ich nämlich alle Farben einstellen und auch bestimmte Effekte. Das seht ihr dann aber gleich noch. Und damit können wir heute so ein bisschen zaubern und ich versuche einfach mal irgendwie das ein oder andere Konzept zu zeigen, was ich so mache und versuche auch mich mal, ja, erstmal so vom Standard anzufangen. Das heißt, ich lege die Kamera einmal ganz kurz weg. Nee, Moment, ich hole mir hier mal so einen Hocker, wo ich die mal drauflegen kann, damit ich nicht immer nach da hinten muss. Wunderbar. Also, was ist denn eigentlich das Rembrandt-Licht? So heißt ja nun mal der Titel dieser Veranstaltung, Rembrandt mal anders. Dafür müsste man ja im Idealfall auch schon mal ein bisschen wissen, wie geht denn das Rembrandt-Licht überhaupt? Pascal, setz dich doch einmal bitte gerade hin und schau einmal straight zum Redaktionspult oder, genau. So, Nase ein bisschen runter. So, schauen wir mal. Das klassische Rembrandt-Licht kommt so ein bisschen von schräg oben, von einer Seite. Es hat also eine Richtung. Ja, das heißt, es ist nicht einfach irgendwie von vorne, sondern es ist immer mehr links oder mehr rechts. Und was ganz typisch ist, ist, dass ihr hier auf der lichtabgewandten Seite ein Dreieck habt. Und zwar hier. Das ist quasi das, was passiert. Das Licht kommt hier über die Nase, über den Nasenbogen und fällt hier hin. Und die Nase selber macht aber auch einen Schatten. Und dadurch habt ihr hier quasi so ein, wie zeige ich es jetzt? So ein Dreieck, ne? Genau. Ich glaube, ich habe mal gelesen, laut Lehrbuch sollte dieses Dreieck auf dem Mundwinkel zeigen, aber wir wollen es mal nicht zu genau nehmen. Ja? Das hängt also auch immer ein bisschen von der Nasenform ab und natürlich auch so von der Gesichtsform. Habt ihr ein breites Gesicht, ein schmales? Deswegen kann ich nicht sagen, das Licht muss in 2,20 Meter Höhe sein mit dem Anstellwinkel und so. Das funktioniert halt nicht. Ihr müsst halt schauen, wie hoch oder tief sitzt das Modell. Wenn es nach mir geht, lieber ein bisschen tiefer, insbesondere wenn man so eine niedrige Decke hat wie hier. Genau, dass ihr eben hoch genug noch kommt, dass das Dreieck auch runterkommt. Ja, also länglicher wird. Denn wenn das Licht jetzt nur von der Seite kommt, kannst du ja mal aufstehen.
So, dann ist es so, die Nase wirft dann einen waagerechten Schatten hier, fast, naja, nicht ganz, aber, und da habt ihr kein Dreieck mehr. Ja, und das ist eigentlich nicht so, wie das gedacht ist. Genau, darf ich wieder hinsetzen. Vielen herzlichen Dank. Genau, was schön ist auch beim Rembrandt-Licht ist, dass natürlich das Licht immer leicht von oben kommt. Das heißt, ihr habt hier auch einen Schatten unterm Kinn, der das Gesicht so ein bisschen hervorhebt nochmal, Hals ein bisschen schlanker macht vielleicht. Also sehr schmeichelhaft. Zum Rembrandt-Licht gehört dieses Licht übrigens nicht. Das habe ich eben schon aufgebaut für den vorherigen Workshop. Genau, also das klassische Rembrandt-Licht ist also ein Licht, was eben von diagonal oben zeigt. So, dann haben wir von hinten noch ein Rimlight oder gibt auch verschiedene andere Ausdrücke dafür. Ich nenne es immer Rimlight. Das nutze ich ganz gerne in meiner Lichtsetzung, um die andere Gesichtskontur nochmal so ein bisschen zu betonen, damit die einfach nicht, zum Beispiel wenn ich einen dunklen Hintergrund habe, total die Gesichtshälfte übergeht in den dunklen Hintergrund. Ich möchte, dass man da noch erkennt, ja, da ist der Kopf zu Ende. Ne? Das heißt, ich schaue mal mit dem Licht von hinten, dass ich hier also mindestens einen Streifen habe. Wenn ihr mich fragt, ist natürlich Geschmackssache, da gibt es jetzt auch kein richtig und kein falsch. Sehr gerne auch so ein bisschen von unten, dass ich so das Kinn noch ein bisschen betone. Ne? Ich muss mal wieder schauen, wie sieht es aus. Ja, genau. Und was wir hier dann irgendwann haben, wenn ich das mir Zeit nehme und das richtig mache, ist, dass ich hier das Dreieck habe vom Rembrandt-Licht. Dann habe ich einen Schatten, der hier rüber geht. Und dann kommt das Rimlight, was nochmal von hinten so ein bisschen quasi den Rest der Gesichtshälfte ein bisschen betont. Müsst ein bisschen aufpassen, wenn ich zu sehr nach hinten gehe, dann wird zwar die Lichtstimmung hier an der Seite immer schmaler, ja, aber ich habe dann auch ganz schnell hier die Lichtquelle selber mit im Bild und das ist manchmal ein bisschen ätzend. Deswegen müsst ihr immer so ein bisschen schauen, wie ihr das am besten hinkriegt. Jetzt schaue ich nochmal gerade, ob mir das so gefällt. Ja, ihr könnt sehr, sehr gut damit wirklich auch so eine Gesichtskontur betonen. Ich mache jetzt mal das Ding, ich schraube das einfach mal ab. Dafür sind die Dinger ja total cool auch. Also einfach nur mal, um das zu zeigen. Ne? Was passiert, wenn ich zu weit unten bin? Ja, dann habe ich irgendwie nur das Ohr hell. Ist also Quatsch. Ja, was passiert, wenn ich zu weit seitlich bin? Dann habe ich im Grunde ja irgendwann ein ebenes Licht, ne? Weil ich habe dann Licht von links, Licht von rechts und dann habe ich quasi ja keinen Schatten mehr. Dann fehlt mir persönlich so eine gewisse Dreidimensionalität. Deswegen, ich mag das, wenn es von hinten kommt und man merkt, das eine Licht kommt wirklich von vorne ein bisschen, das andere Licht kommt wirklich ein bisschen von hinten. Ja, dadurch hat man einfach so ein bisschen eine, ich nenne es mal Skulpturierung vielleicht mit Licht irgendwie von dem Gesicht. Ne? Das kann natürlich auch von oben kommen oder eben auch von unten. Da ist es für mich schwer zu sehen von der Seite. Genau, und was ich mag ist, eben wenn man so diese Kieferlinie so ein bisschen betont. Ne? Einfach um das nochmal gerade bei den Männern so ein bisschen markant herauszuholen. Ist natürlich einfach, wenn man das Licht in jedem Winkel kippen kann und vielleicht noch so Barndors hat, mit dem man das wirklich auch fokussieren kann. Habe ich jetzt alles nicht dabei, aber müsst ihr euch denken. Genau. Ich mache das einfach mal so. Ein bisschen von unten, ein bisschen von hinten. Mal festschrauben. Genau. Für mich reicht's. So, farbig ist das ganze Licht jetzt natürlich noch nicht. Ich habe im Gegenteil eine abgestimmte Lichtfarbe, die habe ich hier eingestellt, die habe ich da eingestellt auf 6400 oder sowas und auch in meiner Kamera. Das heißt, ich kann mir quasi schon den Weißabgleich sparen. Genau. Und würde jetzt einfach mal ein, zwei Fotos machen und euch zeigen, wie das so im Foto aussieht. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen können. Ach so, ich fotografiere immer im Hochformat, für euch jetzt aber heute im Querformat. Weil ihr wahrscheinlich eher vorm Rechner sitzt, nehme ich mal an. Oder euer Handy so auf dem Bett vor euch liegen habt. Genau. Ja, das ist jetzt sozusagen der Klassiker. Ist mir schon ein bisschen zu langweilig. Ehrlich gesagt, vom Licht her würde ich sagen, passt es. Wir haben einen schönen Kontrast. Das Rimlight könnte fast noch ein bisschen dunkler sein. Ich finde es ein bisschen zu dominant. Ich nehme es mal noch ein bisschen raus. Also es soll wirklich das Gesicht konturieren, aber jetzt nicht irgendwie. Und die Lichtfarbe ist ja auch noch falsch eingestellt, sehe ich gerade. Also ich gehe mal hier auf 25%, bisschen weiter runter, Switch. Und dann war ich hier bei 6400. Ich liebe das kalte Licht. So, noch nicht richtig festgeschraubt. Sicherheit halber machen wir das jetzt auch nochmal. So, schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Kleinen Vorher-Nachher-Vergleich auch.
So. Jetzt, wenn ich in den Play-Modus gehe, solltet ihr das auch sehen können. Genau. Der Unterschied ist ehrlich gesagt minimal. Man sieht es ein kleines bisschen rechts am Mund. Da fehlt es ein bisschen. Finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so verkehrt. Genau. So. Genau. Bleib ruhig so, wie du willst. Ich, bevor ich jetzt wirklich farbiges Licht reinnehme, mache ich erstmal, bringe ich so erstmal noch ein bisschen Farbe rein. Und zwar kannst du einmal die Jacke anziehen. Genau. Dann haben wir schon mal ein bisschen Farbe auch am Motiv mit dabei. Gerne so ein bisschen schräg die Kapuze von der. Genau, diese Seite gerne so ein bisschen eher nach, okay, ich kann es mal schlecht erklären. Genau, das, was eher so ein bisschen so haben, weißt du? Genau, lässig. Dann haben wir nämlich noch das Streiflicht von hinten, sieht man jetzt noch. Und das Rembrandtlicht haben wir auch noch. Und ein bisschen schön Gesicht. Und da ist schon gleich, kannst gerne auch so ein bisschen die Jacke in die Hand nehmen und so ein bisschen reinziehen. Oder dich so reinkuscheln, sage ich immer so ein bisschen. Genau. Ja, cool. Genau, das ist mir jetzt schon ein bisschen zu langweilig, deswegen würde ich hier jetzt ein bisschen Vordergrund mit reinbringen, weil das, was richtig schnell passiert bei so einem Studio-Setting ist, wenn ihr mich fragt, dass sie langweilig sind. Ja? Man hat das Motiv, man hat den Hintergrund, that's it. Ja, also das kann irgendwie auch Rembrandtlicht, das kann irgendwie jeder und jede, das ist nicht besonders schwer. Und so ein bisschen Vordergrund im Studio und habt da schon gleich irgendwie was gewonnen. Ne? Genau. Aber wir sind natürlich auch mega langweilig unterwegs hier mit einem grauen Hintergrund. Und den habe ich nicht umsonst ausgewählt, sondern ich habe auch bei mir im Studio eigentlich immer so einen Grau-Anthrazit, 50% Grau-Hintergrund, sage ich jetzt mal, drin. Einfach, weil ich da jede Farbe draufschmeißen kann. Ne? Das wollen wir jetzt mal machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal vielleicht ja, das Licht, was ich hier jetzt als Rimlight benutzt habe. Und stell das mal eben um. Auf. Upsi. Sagen wir mal, ach nee, ich will noch gar keinen Effekt haben. Nehmen wir mal so ein U-Loop. Das heißt, er geht jetzt einfach alle möglichen Farben durch. Ich kann es ja mal kurz zeigen. So sieht das jetzt aus. Ja, und damit zaubere ich mir jetzt einfach mal einen total quietschbunten Hintergrund. Ja? Indem ich jetzt wirklich sage, okay, genau, nehmen wir den U-Loop, dann Stärke mal ein bisschen hochknallen. So, damit es ein Hintergrund ist, darf der auch noch ein bisschen höher. So, herrlich. Ach so, nee, weißt du, wie wir das machen? Ist total praktisch hier mit den Dingern, das vergesse ich manchmal. Dass man das bei großen Modellen ja auch einfach so dahinter verstecken kann. Ne? Ganz praktisch. Trick 17. Genau, und so, schwuppsdiwupps, ich brauche mir keine rote Rolle holen, keine gelbe Rolle holen, keine blaue Rolle holen. Ich hole mir einfach ein Stablicht und mache mir selber einen bunten Hintergrund. Ich meine, zumindest, wenn man so im Close-Up-Bereich unterwegs ist. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt natürlich irgendwie mit einem 20 mm, 5 Meter wegstehe, ja klar, sieht man dann, das Licht wird nach außen schwächer und ist nicht mehr so farbig. Ist klar, ne? Könnt ihr mit Photoshop noch retten, aber für den Close-Up-Bereich, in dem ich bin, passt es, weil da ist es der Bereich hinterm Kopf einfach. Ne? So, wunderbar. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch warten, bis ich die richtige Farbe habe. Ja. Und schon habe ich irgendwie so einen hell violetten Hintergrund, würde ich mal sagen. Pascal, kannst du noch einen Meter nach vorne kommen irgendwie? Das war so ein bisschen mehr Abstand. Zum Hintergrund, ruhig noch einen Meter vielleicht. Geht das so mit der Kamera? Ist das okay, ja? Okay. Dann ziehe ich das Licht nochmal ein bisschen. Genau, weil, also mich hat jetzt gestört, der Hintergrund war ein bisschen zu hell. Ne? Ich möchte den Hintergrund ein bisschen dunkler haben. Und dadurch, ich glaube, das war dadurch, dass das Keylight hier ein bisschen zu sehr auf den Hintergrund gefallen ist. Das mache ich jetzt mal weg. Dann haben wir wahrscheinlich etwas mehr Dunkelheit im Hintergrund. Genau. Oh, Querformat, Porträt, das ist echt nicht meine Welt. Genau, aber einmal kurz zu mir schauen, ausnahmsweise mal. Gehe mal in die Naheinstellgrenze.
Kapuze einmal so unten in die Hand nehmen und so ein bisschen aufziehen unten, wo die Schnüre dran sind. Genau. Aufmachen. Ja, genau, dass man das Rote sieht. Herrlich. Die Hände ruhig gerne da lassen. Ja. Warte ich auf die Hintergrundfarbe. Blau. Haha. Und der blaue Pullover verschwimmt mit dem blauen Hintergrund. Ja. Ich gehe mal hin und mache es mal rot, weil ich liebe Rot als Kontrast zu Blau. Mode. Da haben wir es. So, Switch. Sättigung. Voll reinknallen. Also ich will nicht zu viel Werbung machen, aber ich liebe es, weil ich kann den Farbton ändern, die Sättigung und die Helligkeit. Das ist natürlich das, was man eigentlich so kennt, auch aus der Bildbearbeitung. Damit habe ich eben die volle Kontrolle. Und könnt jetzt sogar sagen, welche Farbe ist das jetzt hier genau? Ah ja, okay, die nehme ich jetzt hier für den Hintergrund. Ne? Deswegen liebe ich die so. So, was haben wir denn? Gehen wir mal auf 0. Magenta ist auch nicht schlecht. So, richtig krasses, schönes Rot. Wunderbar. Und dann mal schauen. Jetzt haben wir hier quasi Blau, Rot, Rot. Farbkontrast finde ich immer super. Kann man gut mit arbeiten. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch Grün mit dazu nehmen. Ja, also irgendwie so ein Dreieckskontrast oder so auf dem Farbkreis machen. Genau. Ja, wunderbar. Genau. Einmal die Kapuze so zur Hälfte vor dein Gesicht ziehen. Weißt du, wie ich es mal? Ja? Ja. Und insgesamt so ein bisschen mehr nach da. Genau. Also, dass du es eher so machst. Ja. Ja. Oh, jetzt natürlich vom Licht abgewandt. Ich mache mir das ganze Bild kaputt. Aber so ist das. Ich habe gesagt, wir probieren einfach ein bisschen raus. Und es kann immer sein, dass Sachen mal nicht klappen. Hol ich mir hier einfach wieder ein bisschen Licht mit rein. Guck mal, wie das so aussieht. Jetzt haben wir auf jeden Fall endlich mal ein schönes Catchlight im Auge. Halleluja. Genau. Also das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, wenn wir schon irgendwie Farbe mit im Bild haben, zum Beispiel einen roten Pulli, ein gelbes Kleid, whatever, kann man eben auch mit dem farbigen Licht da nochmal ganz schnell das unterstreichen und sagen, ich möchte das eben auch im Hintergrund nutzen zum Beispiel. Und schwupps, habe ich ein Konzept. Ja, ist ganz easy eigentlich. Sobald sich was wiederholt, auf einmal ist es ein Konzept. Nehmen wir doch mal hier sowas mit dazu. Du kannst die Kapuze gern wieder absetzen, das wäre irgendwie eine komische Idee. Dadurch nehme ich dir natürlich auch das Licht irgendwie weg. Ich habe noch diese Dinger hier. Genau, die können wir vielleicht mal nutzen, um so ein bisschen... Haben wir einen Assistenten hier oder eine Assistentin? Ja, gerne. Vielen Dank. Magst du das mal so ein bisschen irgendwie vielleicht so eins hinter ihm so ein bisschen so reinhalten? Suchst du aus. Ja, gerne so ein bisschen so neben seinen Kopf eher. Weißt du, ich mache das einfach mal. Eher so ein bisschen so vielleicht. Genau. Und das andere machen wir so ein bisschen so. Hast du? Yes. Coolo Belly. Haben wir so einen kleinen Tunnel. Vielleicht so. Da muss einfach ein bisschen rumspielen manchmal. Ne? Farbe und das Blau. Ah, sorry. Kannst du deine Jacke zumachen? Ja, weil da ist die Farbe. Das schwarze T-Shirt ist ja nicht farbig. Das bringt ja dann im Ende nichts, ne? So, noch ein bisschen drapieren hier. Funny. Schauen wir nochmal, wie das jetzt kommt. Okidoki. Gerne nah ans Gesicht, beide. Ist ja richtig, sich so ein bisschen drin versteckt. Ja. Hier mit der Kabellage in Konflikt. So. Ja, finde ich schon ganz geil, ehrlich gesagt. Schön Vordergrund. Ne, ist natürlich gut, also dankbar auch beim 85er. Ne, dann hat man gleich ein schmales Tiefenschärfefeld oder wie auch immer man es nennt. Genau. Kannst du es so ein bisschen auch so nach. Oh, sorry, ist total scharf. So ein bisschen so halten. Genau. Und dann, oder vielleicht so, dass du da durchguckst. Ah, easy.
Ah, nicht so doll, dass du dich piekst. Okay, alles klar. Und das auch so ein ganz bisschen die Hand zu dir ziehen. Deine, genau. So ein bisschen ihn da so. Also ich mache das so ein bisschen, um die Leute manchmal so einzufärchen und dann selber so ein, wie soll ich das sagen, so ein Framing zu schaffen. Genau. Oh, ist so schwer, nicht im Hochformat zu fotografieren. Aber ich krieg's hin. Wo ist die Nase? Da ist die Nase. Ja, soll mal ein bisschen schauen. Das wäre jetzt was, das würde ich in Photoshop vielleicht ein bisschen wegmachen, aber genau. Total geil. Vielleicht doch besser so. Es ist eher aufs Auge zeigt, ne, finde ich meistens besser als auf die Nase, die jetzt ja natürlich auch besonders schön ist bei dir, Pascal, aber das war jetzt nicht das, was ich hervorheben will. Genau, ganz ein bisschen anschrägen. Yes. So, genau, also Thema farbigen Hintergrund. Easy peasy, wenn man farbiges Licht hat, was man in allen Farbtönen irgendwie bestrahlen kann. Dann schauen wir mal, was wir noch so in Farbe reinbringen können. Danke, merci. Wir haben ja noch ein zweites. Ach so, nee, danke. Habib, richtig? Hamed. Danke, Hamed, für deine Hilfe. Wenn man den Namen einmal gehört hat, dann peinlich. Genau. Was wir jetzt nochmal machen können, ist irgendwie, ich probiere mal das hier auszumachen, dass wir so ein bisschen dunkleren Hintergrund haben. Vielleicht das Licht dann doch ein bisschen schwächer auch machen hier vorne. Das war jetzt nur so ein bisschen so ein Ambient Light haben, sag ich mal, was so ein bisschen draufkommt von der Seite, aber nicht zu krass ist. Das war gerade noch so ein bisschen was sehen. Ich hoffe, das geht jetzt hier noch für die Live-Aufzeichnung. Genau. Und das hier ist jetzt quasi unser Keylight. Und ja, ich habe das jetzt auf Regenbogen gestellt. Warum? Ich könnte ja auch jede andere Farbe nehmen. Ich finde das halt irgendwie geil, wenn ich so ein gewisses Zufallselement drin habe. Ja, also wenn ich jetzt nicht, ich sag mal so, über alles die Kontrolle habe. Ich arbeite auch gerne mit Windmaschinen. Einfach damit die Haare so ein bisschen fliegen, macht hier jetzt wenig Sinn, aber genau, einfach um so ein bisschen Zufallselement drin zu haben. Draußen habt ihr das auch, dann zieht man eine Wolke vorbei oder Leute gehen durchs Bild oder keine Ahnung, man hat einfach irgendwie so, da passiert irgendwie was und im Studio ist immer alles Stillleben. So, und hier haben wir jetzt zumindest Bewegung im Licht, das heißt, da passiert einfach mal was und ich muss ein bisschen auch aufs Timing achten, so, und das ihr habt schon gesehen, ich bin kein Fotograf, wo die Modelle dann immer so, ne? Snap, 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 snap. Ich kann es nicht, aber Pascal. Genau, also bei jedem Schuss irgendwie so ein Posenwechsel, das ist nicht meine Art. Ich bin mir so ein bisschen, ja, vielleicht noch ganz bisschen mehr das Kinn so, nein, ein Grad mehr noch so. Genau, und dann ist es schön, wenn man so ein bisschen Zufall drin hat. Und deswegen liebe ich dieses Licht. So, gerne einmal seitlich drehen jetzt ein bisschen. Ja, genau. So, Kapuze setzen wir ein bisschen auf. Die Lampe hältst du dir so ein bisschen so, wenn du das kannst, vom Arm. Irgendwann wird das schwer, ich weiß das. Halte durch. Ja, machen wir erstmal ein Foto. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ich finde es schon ganz geil, ehrlich gesagt. Nicht so viel hier in die. Genau. Na. Ein bisschen schauen, dass ich ein bisschen abblende. Dass ich hier nicht allzu viel Bokeh im Gesicht habe, sozusagen. So, jetzt muss ich ein bisschen gucken. Timing. Ja, rot will ich nicht, das ist zu krass. Eher so ein bisschen blau. Zur Hälfte, also ich warte jetzt so ein bisschen ab. Pascal, kannst du den Oberkörper einmal drehen und dann, du weißt, was ich, die kannst du in die andere Hand nehmen. Ja, genau, so. Und dann, weißt du, was ich will? Diesen, wer verfolgt mich, Blick? Ja, ha! Den liebe ich bei Pascal, genau. Dann gehe ich mal sogar ein bisschen weiter weg. Schwupps, der Blick geht nicht zur Kamera, der Blick geht ein bisschen mehr noch in Richtung Monitor, nur die Augen, noch ein bisschen mehr zu mir quasi. Ja, so, ja, gut. Wenn die Augen nicht in die Kamera gehen, habt ihr schon ein bisschen eine Geschichte, ne? Weil man fragt sich, wohin guckt der denn? Und gerade wenn du dich mal so ein bisschen so eindrehst nochmal,
Und vielleicht, ja genau, die Hand hier oben gerne hier ans Reverse nach Motto, ich muss mich verstecken, ein Geheimagent. Ne? So, dann habt ihr schon ein bisschen eine Geschichte. Ne? Also wohin guckt der? Was passiert da in dem? Wohin guckt er denn? Im Studio. Hä? Kann ja nicht im Studio sein dann, ne? Weil da passiert ja nichts. So. Immer schön ein bisschen von unten. Finger nicht abschneiden, schwer. Richtige Farbe abwarten. Ah, blau. Auf blau, auf blau. Schon intim auf jeden Fall. Ne? Also ich mag das wirklich auch, es hat jetzt mit farbigem Licht nichts zu tun, aber ich mag das, an die Naheinstellgrenze zu gehen vom Objektiv. Schaut mal, wo die bei euren liegen. Ja? Hier habe ich, glaube ich, weiß nicht, was habe ich hier, einen halben Meter oder einen Meter oder sowas, also relativ weit weg. Es gibt auch welche, da kannst du bis auf 25 cm rangehen und dann mit einem 120 mm oder so, dann habt ihr wirklich krasse Ausschnitte von Gesichtern, denen man sonst nie so nahe kommen würde, wenn man sich nicht schon etwas länger kennt. Ne? Genau. Danke, halt es mal so. Also wir bleiben noch kurz dabei. Wenn ihr Fragen habt im Stream oder hier vor Ort, haut raus. Ansonsten spiele ich einfach noch ein bisschen weiter. Du kannst die Kapuze gerne einmal absetzen. Ach ja, im das Publikum ist auch. Hätten wir eine Frage. Ja, bitte. Nee, nicht Automatik. Damit habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Also ich entscheide mich auf jeden Fall für einen. Auch wenn der falsch ist, kann ich am Ende irgendwie gefühlt einfacher alle Bilder mit einem Satz korrigieren. Ja, wenn die müssen dann alle irgendwie so und so viel Kelvin nach oben oder nach unten oder ein bisschen wärmer oder ein bisschen kälter. Automatischen Weißabgleich mache ich eigentlich nicht, weil mit farbigem Licht ist es irgendwann wird schwierig. Und dann versucht er jetzt ja auch konstant irgendwie den Weißabgleich zu machen. Ja, das heißt, er guckt, oh, ist zu kalt, oh, ist zu kalt, oh, ist zu kalt, oh, ist zu warm, oh, ist zu warm, oh, ist zu warm. Und im Grunde verändert sich dann natürlich noch was, aber eigentlich nicht, habt ihr dann nicht so den Lichteffekt, wie er eigentlich wäre. Also total gute Frage auf jeden Fall. Ich sage hier, bei meinem Keylight habe ich jetzt 6400 Kelvin oder was, die stelle ich an der Kamera ein, fertig. Oder ich gehe einmal zu meinem grauen Hintergrund, solange ich noch kein farbiges Licht habe, und mache da einmal einen Abgleich und den behalte ich dann einfach das ganze Shooting über. Das ist am einfachsten für mich jedenfalls. So, ich mache noch ein bisschen mehr Licht rein hier. So, damit das nicht ganz so krass absäuft. Ihr seht schon auf der linken Bildseite, falls das jetzt noch im Stream zu sehen ist, ist es sehr abgesoffen. Da würde ich schon noch ein bisschen irgendwie was dagegen steuern. Was man auch machen kann, ist hier mit so Folien arbeiten. Jetzt sieht man das natürlich nicht. Können wir das nochmal einmal ausmachen. Exactly. So, powern wir das Ding nochmal einmal richtig an hier. Mal schauen, ob es funktioniert. Wahrscheinlich nicht, weil sehr soft und so. Ach, du guckst schon so leidend. Hast es gleich geschafft. Ja, alles gut. Genau, also man sieht hier sehr schön, orange Folie nimmt oranges Licht raus. Was übrig bleibt, ist blau. Ja, also da könnt ihr so ein bisschen mit additiver, subtraktiver Farbmischung in eurem Kopf einmal so ein bisschen rumexperimentieren, was passiert, wenn. Diese Folien sind cool, man kann auch so ein bisschen, seht ihr jetzt vielleicht nicht so richtig, ich versuche es mal mit der Kamera gerade einzufangen. Na, wo ist die Naheinstellgrenze? Oh. Da kann man auch so ein bisschen hier, seht ihr das? So Lichteffekte reinzaubern, ist ganz cool. Im Studio, ehrlich gesagt, bisschen schwierig. Draußen bei krassem Sonnenlicht tagsüber, super. Ne? Einfach die Folie mal dazwischen halten, zwischen Modell und Sonne. Oder einfach so ein bisschen, da habt ihr schon, man sieht es hier an der Decke richtig. Ach, kann ich jetzt. Also man sieht hier richtig, was da für Effekte dann passieren. Ne? Genau, da ist der Fokus. Ja, genau. Also das ist wirklich total cool. Oder aber einfach mal vor die Linse halten. Das Objektiv und so einen gewissen Farbtouch reinbringen, ja, der sowohl über den Hintergrund geht, als auch über das Modell gleichermaßen und vielleicht bei dem einen oder der anderen Betrachterin so ein bisschen was hervorruft wie, hä? Wie ist das jetzt gemacht? Ja, farbiges Licht kann ja nicht sein, weil das ist ja sowohl als auch. Ne? Oder ihr könnt auch, wenn ihr fancy seid, eine farbige Vignette machen. Yo. Oh, kann ich einmal ins Hochformat gehen, bitte? Macht mich ganz kirre.
Easy, cool. Ne? Also einfach mal so kreative Effekte ausprobieren. Und man kann natürlich auch wieder viel miteinander kombinieren wieder. Ne? Also zum Beispiel, ich nehme die jetzt hier nochmal. Rotes Licht seitlich auf Pascal. Von der anderen Seite, solange der Akku hält, nochmal den Regenbogen. Kannst du ihn so halten? Yes. Das machen wir einmal ziemlich weit runter. Nur so, dass da nicht zu viel ausbrennt. Und dann gehen wir hier. So, Switch. Einfach mal eine andere Farbe hier reinstellen. Das ist natürlich nochmal der Klassiker zum Schluss. Ah, komm, grün-rot, ne? Der Klassiker. Hältst du mal so? So ein bisschen oben, genau. Rembrandt. Ja, schwer. Müssen wir jetzt nicht perfektionieren. Dann Königsdisziplin, Prisma dabei. Und let's go. Hä? Das Coole ist, mit dem Prisma könnt ihr eben auch so das Licht nochmal reinholen. Einmal nochmal eins im Hochformat. Ich bin so ein Hochformat-Fotograf wegen Porträt, deswegen fällt mir das so schwer heute. Oh, cool, mit dem Streifen drin. Das gefällt mir sehr gut. Ja, und dann sage ich jetzt schon mal auch viel Spaß in der Nachbearbeitung. Das ist nämlich immer so, schau gern so eher tendenziell so Richtung Licht, dass wir ein bisschen Licht in den Augen noch haben. Genau, schön von unten. Yes. That's how I roll. Habt ihr Fragen hier im Studio oder da draußen? Ansonsten würde ich gleich nochmal ein paar Lats anschmeißen auf der Kamera und dann nochmal ein bisschen schauen, wie das aussieht. Habe ich eben in dem anderen Workshop ja auch schon mal gezeigt. Bildstil, Standard, okay. Nee, nicht okay. Ich mache mein User-Profil rein. Teal and Orange zum Beispiel. Oh ja, das sieht gleich ganz anders aus. Ne? Also kaum noch grün eigentlich, hat er jetzt irgendwie zu blau gemacht. Ach, schon sehr krass auf jeden Fall. Mal schauen, was ich noch drin habe. Halt's gerne nochmal hoch, wenn du noch kannst, Pascal. Ja? LUT-Auswahl. Tja, vielleicht. Retro, Red, Black and White. Okay, genau. Also mit dem LUT Red, Black and White. Das ist eben, ich habe es in einem anderen Workshop ja auch schon gesagt, eins mit Photoshop einfach ein LUT gemacht, mit Einstellungsebenen. In diesem Fall ein Color Key. Alle Farben sind schwarz-weiß außer Rot. Auch da kann man natürlich dann relativ easy hier auch nochmal, blick mal in die Kamera, Pascal. Einfach auch so ganz cool mit farbigem Licht nochmal was machen. Ne? Schwarz-Weiß-Bild nur. Das rote Licht ist eben da und dass das andere grün ist, wird jetzt einfach ignoriert. Ne? Ich nehme es mal ein bisschen weg. Es überstrahlt so doll sonst. Ja. Genau. Gerne so ein bisschen in diese Richtung einmal schauen, dass wir da. Jetzt haben wir richtig schönes Splitlight. Ja? Also eine Gesichtshälfte rot, eine grün. Ist ein Klassiker. Ich finde es fast schon ein bisschen langweilig. Eigentlich müsste es ja so ein bisschen wieder hier von hinten kommen oder so. Ne? Ja, weiß ich auch nicht. Und dann den Blick nochmal ein bisschen mehr nach da. Genau. Zwar nur so einen roten Streifen haben vielleicht. Ah! Geil. Das Auge ist ja noch ein bisschen dunkel, ne? Da fehlt mir jetzt was. Schauen wir mal, ob wir mit der Folie hier was reinkriegen. Ansonsten. Es sieht auch cool aus, aber wo ist es? Ja. Sin City oder was? Ja, könnte man so sagen. Ne? Ich möchte einfach noch ein bisschen rumprobieren gerade. Vielleicht eine Minute habe ich ja noch. Ja. Okay, da passiert jetzt nichts. Was haben wir hier noch? Ja, nehmen wir nochmal Retro 32.
Retro 32, ihr seht schon so leicht angehobene Schwarzpegel, ja, also nicht ganz so kontrastreich. Doch mal ein krasser Grünstich. Einmal das Gesicht bitte ein bisschen nach hier. Genau, und die Lampe so ein bisschen zurück. Ach nee, Quatsch, umgekehrt. Gesicht nochmal nach da. So. Und ich muss jetzt aber von hier kommen. So. Naja, ich weiß ja nicht. Aber so ist das eben beim Experimentieren, ne? Da kommt manchmal sowas raus und sowas raus. Genau. Von meiner Seite aus war es das. Ich könnte noch einmal den kleinen Spaß machen und hier den Projektionsvorsatz anknallen. Kannst du vielleicht mit deinem Stuhl mal wieder einen Meter zurück? Was halt cool ist bei dem Ding ist, ihr könnt da wirklich so bestimmte Lichtformen reinbringen. Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid, Pascal. Genau. Das stelle ich jetzt mal ehrlich gesagt lieber hier auf einen anderen Ton. Gehen wir mal auf, was haben wir denn hier, so ein Cyan vielleicht? Jo, finde ich geil. Switch. Ups. Ja, so ein bisschen Cyan auf dieser Seite hier. Nimm das mal. Ich mische es ein bisschen mit weißem Licht. So. Und dann den Projektionsvorsatz. Ziehe ich mal hier rum. Upsi. Herrlich. So. Großes Hallo. Einmal schauen. Das dann noch mit dem Prisma. Oh, die Nase etwas mehr hierhin bitte. Noch ein bisschen mehr. Was verschoben hier? Ist immer schwierig. Es muss auf dem Auge sein. Da bin ich echt kleinkariert. Ne? Also auf der Nase hilft es mir nicht. Ne? So, so bleiben bitte. Ja. Versuche ich mal. Hier ist die Softbox jetzt. Hole ich mir mit dem Prisma rein. Ich suche jetzt den roten Stab. Wo ist er? Muss ich mal ein anderes Prisma nehmen? Versuche ich mal das Rot mir reinzuholen. Ah ja, das geht besser. Da. Gucke mal hier. Oh, herrlich. Die Nase etwas mehr zu mir, Pascal. Vielen Dank. Ja, ganz cool. Ihr müsst es euch jetzt im Hochformat vorstellen. Ne? Und wenn ihr da dann natürlich noch ein schönes Preset drüber knallt und Lightroom noch ein bisschen rumspielt, alleine mit dem Weißabgleich, passiert da schon total viel. Denn, kannst du ja nur einmal anleuchten, letztes Ding für heute, das mache ich nochmal aus, spaßeshalber. Letzter Kniff. Ach so, nee, wir machen das ganz anders. Oh, die Zeit habe ich noch, glaube ich, ne? Genau. Definitiv. Super, Tina. Dankeschön. Wir machen mal das ganze farbige Licht aus, denn ich weiß nicht, wer von euch hat farbiges Licht zu Hause im Studio? Kann man an einer Hand abzählen. Die Hände, die hier hochgehen, keine Wertung, ist ja auch nicht schlimm. Aber was halt cool ist, ist, dass ihr, ich mache jetzt hier einfach mal Folgendes, ich spiele mal mit dem Weißabgleich, ja? Das heißt, ich gehe hier rein, so, und stelle hier mal einen anderen Weißabgleich ein. Gehen wir mal auf 2700 Kerzenlicht, so ungefähr, ne? Genau. Schaue ich mal, ob ich das noch ein bisschen deutlicher kriege. Ne? Weniger. So, ein bisschen heller, höher. So, und das machen wir jetzt einfach mal wirklich so. Beautiful. Ja. Andere Licht, schön kalt. Kann man übrigens auch alles mit der App machen, aber ich habe es noch nicht eingerichtet. Verzeiht es mir. So,
Wir hätten gleich doch noch eine Frage aus okay. dem Chat. Okay, gib mir noch eine Minute, dann ja. machen wir das gerne. Gerne. Ich probiere mal, ob ich das jetzt irgendwie richtig hinkriege hier. Verzeiht es mir, wenn nicht, aber es klappt trotzdem in der Theorie und Praxis. Wir haben jetzt auf der einen Seite kaltes Licht und auf der anderen Seite warmes Licht. Durch die riesige Softbox wird es rüber schwappen, auch auf die andere Gesichtshälfte. Nichtsdestotrotz, was wir jetzt machen können, ist, ich gehe jetzt einfach mal in die Weißabgleicheinstellung rein. Sieht man das? Ja, ne? Okay. So. Und wenn ich das jetzt richtig mache, habe ich so auf einmal blaues Licht in seinem Gesicht. Ich habe kein blaues Licht. Aber es ist da. Warum? Falscher Weißabgleich. Umgekehrt funktioniert es natürlich eigentlich auch. Ne, das heißt, wenn ich jetzt... umgekehrt lässt sich es nicht so gut zeigen jetzt hier gerade, aber so habt ihr es eigentlich. Ne? Ich habe jetzt rechts, also eingestellt auf das Stablicht rechts. Das ist jetzt quasi mehr oder weniger weiß. Und umgekehrt wird alles, was vorher eigentlich natürlich kaltweiß war, jetzt ins Blaue gezogen. Ne? Und man kann das Ganze natürlich auch umdrehen, dass ihr sagt, ich mache den Weißabgleich umgekehrt und dadurch wird quasi das, was vorher ganz kaltweiß war, gelb und warm. Ne? Finde ich aber nicht so spannend, ehrlich gesagt, wie diese Richtung. Ne? Wie ihr das auch machen könnt, ist, dass ihr, also ihr sucht euch ansonsten irgendwas, macht einen falschen Weißabgleich und guckt da mal, wie sieht's aus. Wenn ihr mit verschiedenem Mischlicht arbeitet, habt ihr immer so die Möglichkeit, auch zumindest mit warm und kalt zu spielen. Und das wird alleine dann auch in Lightroom, wenn ihr ein paar Presets mal ausprobiert, die ein bisschen kräftiger mit den Farben arbeiten, werdet ihr sehen, oh crazy. Ne? Da kann man aus der gelben Haut, aus dem Orangenen, was da vielleicht dann irgendwann entsteht, wenn es sehr extrem ist, auch nochmal mehr Rot reingeben und dann habt ihr auch fast manchmal sowas wie ein rotes Licht. Genauso wie wir hier sowas wie ein blaues Licht haben. Ne? Das macht natürlich auch was mit den Hauttönen und so weiter und so fort, ist klar. Ja, also die Haut ist normalerweise so orange, gelblich, rötlich, je nachdem. Wenn ich da natürlich blaues Licht drauf gebe, nehme ich mir auch was damit, beziehungsweise verändere da irgendwie eine Hauttonung, die sich auch in der Beauty-Retusche dann am Ende wieder auswirken kann. Ne? Genauso wie wenn ich einfach komplett orange auf dem Gesicht draufknalle, habe ich auch keine roten Flecken mehr. Habe ich ja auch in dem ersten Workshop eben schon ein bisschen was so erzählt. Wenn ihr das verpasst habt, springt gerne zurück dazu. Weißabgleich. So, jetzt bin ich aber wirklich fertig. Tina, da war eine Frage im Chat. Es gäbe noch eine Frage im Chat. Und zwar, wie vermeidet man es, dass das RGB-Licht auf dem fertigen Bild überstrahlt bzw. ausbrennt? Genau. Wir hatten das eben gesehen, als ich hier wirklich ganz krass rotes Licht reingemacht habe. So. Genau. Wir sehen jetzt mit dem menschlichen Auge hier den Kontrast noch von hell und dunkel und das ist klar. Wenn ich jetzt mit der Kamera drauf gehe, kann es sehr gut passieren, dass ich da einfach nur so eine rote Matsche habe. Ne? Schauen wir nochmal gerade Weißabgleich. Ja, so zum Beispiel. Ne? Also es ist fokussiert, aber wir haben rechts echt nur Matsche. Ne? Und das ist, weil da quasi der Rotkanal übersteuert ist. Ja, also da ist einfach nur so viel Farbe drin, dass die anderen Werte überdeckt werden. Also im Grunde, ja, dass da Helligkeit gar nicht mehr so eine Rolle spielt, sondern es ist einfach alles rot. Was hilft? Lampe wegstellen, Lichtintensität verringern, insgesamt die Belichtung angleichen. Ich probiere das einfach mal. Gehen wir mal einen Meter weg mit der Lampe. Way better. Ja, auf einmal sieht man wieder Gesichtskontur. Wenn ich noch weiter weggehe, wird es noch besser. Und was ihr seht ist, es ist aber trotzdem immer noch rot. Also es ist jetzt nicht auf einmal nicht mehr rot, ja? Sondern das Licht kommt immer noch an. Aber es ist eben nicht mehr so überstrahlend. Ne? Genau. Also er hat immer noch die linke Gesichtshälfte rot. Aber es ist nicht mehr überstrahlt. Jetzt ist natürlich die Helligkeit so schwach, dass schon wieder Details flöten gehen. Ja, weil die ein bisschen absäuft. Muss ich mal wieder einmal Werbung machen. Was man hier natürlich toll machen kann, ist, ich gehe mit der Lampe wieder näher ran.
Geh ins Einstellungsmenü, Switch, Switch und nehme mir einfach mal 50% Sättigung raus. Geht bei Nanlite toll. Wenn ich eine Lampe habe mit einer Folie davor, ist es natürlich schwer, mal einfach 50% Sättigung rauszunehmen. Ne? Aber da sieht man dann auch nochmal ganz wunderbar, da kann ich jetzt wirklich hier richtig nah rangehen. Es ist immer noch ein bisschen rötlich, aber es überstrahlt eben nicht mehr so. Es ist jetzt wirklich mehr so ein Mischlicht, also aus, wo einfach so leichter Rotstich drin ist. Ne? Und damit kann man halt wunderbar spielen. Als auf dem fertigen Bild sieht man es aber noch besser. Doch, da ist Rot auf jeden Fall. Ne? Also weiter weggehen im Zweifel und dann rumexperimentieren. Genau. Wir hätten auch noch eine Frage aus dem Chat. Mhm. Da geht es wahrscheinlich eher um Licht allgemein. Hast du ein paar Tipps, wie man das Licht am besten grundlegend hinstellt? Also wahrscheinlich dann eher für jemanden, der gerade anfangen möchte, sich mit Lichtsetzung zu beschäftigen. Ja, wenn wir die 5 Minuten noch haben, kann ich das sehr gerne einmal. Haben wir. Wir sind ja wunderbar. Der letzte Slot, das heißt, wir sind noch nicht offen. Open End, das wird nur hier noch lange dauern. Also, ich habe es ja ganz am Anfang schon mal ein bisschen gezeigt, wie ich das mache, aber nichtsdestotrotz, ich kann das gerne noch mal so ein bisschen in Ansätzen wiederholen. Es gibt einfach so ein paar Standardlichtfälle, die man irgendwie, finde ich, drauf haben sollte. Ich nutze viele von denen auch nicht, aber viele sind gut. So, der Klassiker. He's gone. Nein, ist er nicht. Ich komme einmal hier mit der... Ihr macht die Softbox schön schräg, dass sie schön möglichst von oben kommt. Schön vorne vors Gesicht. Ja? So, das heißt, wir leuchten mehr oder weniger frontal alles auf, alles aus. Also hätten wir die Lampe wirklich genau vor dem Gesicht, aber so ein bisschen von oben. Licht kommt immer von oben, nie von unten, außer beim Lagerfeuer. Also wenn ihr die creepy Stimmung haben wollt, dann macht das von unten. Ansonsten kommt das Licht immer ein bisschen von oben. So, einmal schauen, wie es aussieht. Muss ein bisschen weg. Das macht keinen Spaß. Ne? Man sieht schön etwas, also fast gar keinen Schatten unter der Nase. Die Augenhöhlen sind hell ausgeleuchtet. Wir haben Licht in den Augen. Licht über der Oberlippe hier, wie heißt das, Philtrum oder was? Licht am Kinn und darunter säuft es ab. Das Gesicht wirft einen Schatten. Und genau, das ist eigentlich so, würde ich sagen, so ein bisschen Beauty-Licht, so in die Richtung. Ne? Das, insbesondere, wenn man so eine riesige Softbox hat, alles ringsum wird das Gesicht ausgeleuchtet, da werden keine langen Schatten geworfen, wie zum Beispiel jetzt von dem kleinen Pickel, den Pascal hat. Wenn ich jetzt richtig hartes Licht hätte, würde der einen 3 cm langen Schatten werfen, ja, wenn es nur im richtigen Winkel steht. Und dann müsste ich erstmal retuschieren, und zwar nicht nur den Pickel, sondern auch noch den Schatten. Wenn ich jetzt eine riesige Softbox habe, eine riesige Lichtquelle, schön nah am Gesicht, alles ist umschwärmt von Licht und damit super easy Beauty Retouch. Ja? So, dann haben wir das Rembrandt-Licht, habe ich eben schon gezeigt. Bisschen von oben, bisschen von der Seite, so dass wir, Nase ein bisschen runter, einmal hier quasi unterm Auge so ein Lichtdreieck haben. Ich bin jetzt ein bisschen faul, das müsste noch ein bisschen weiter weg, wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher. Genau. Und das heißt, wir haben hier eine lichtzugewandte Seite, wunderbar, eine lichtabgewandte Seite und auf der haben wir ein Dreieck, was im Idealfall zum Mundwinkel zeigt. So, dann, wenn wir jetzt eine zweite Softbox hätten, könnten wir irgendwie noch so Clam, ich nenne es jetzt mal Muschellicht machen. Erstmal nochmal einmal zum Zeigen, wie das Rembrandt-Licht aussieht. Einmal gerade bitte hinsetzen. Ja, ideal. Genau, Rembrandt. Angenommen, wir hätten jetzt zwei. Dann machst du eins links, eins rechts und knippst durch die Mitte durch. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Einfach, weil ich es habe. Es war jetzt nicht das Gleiche und es ist auch keine große Lichtquelle, aber es hat auch sehr weiches Licht, von daher können wir das ruhig mal machen. So, der Spaßigkeit halber Mode. Switch Sättigung ganz runter. So. Schön nah ran, große Lichtquelle, ja, damit wir schönes weiches Licht haben. Ne? So, das heißt, möglichst ein bisschen ausgleichen. Herrlich. So. Die ziehen wir ein bisschen vor. Wenn ihr zwei Stableuchten habt, habt ihr auf jeden Fall auch zwei so Catchlights im Gesicht, im Auge. Das sieht total geil aus. Und so sieht es jetzt so aus.
Oh, sorry. Kopf einmal ganz gerade. Genau. Im Unterschied zu dem, was wir eben haben, da ist das Bild, haben wir jetzt eben auch Licht unterm Hals. Das heißt, wir haben irgendwie alles ausgeleuchtet. Super boring, bitte mach das nicht. Dann noch ein Klassiker. Kurzes Licht, langes Licht. Ach so, nee, das erste habe ich übrigens vergessen. Nennt man Butterfly-Licht. Und dann gibt es auch noch eine Alternative zum Rembrandt-Licht, nämlich das Loop-Light. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier zeigen kann, weil das Licht ist echt so weich hier gerade und ich bin zu faul, das umzubauen. Das kommt ein bisschen seitlicher. Oh. Oh, guck mal hier, das ist runter. So, passt. Genau. It's live. Geil. Mach ein Gift draus. so ein bisschen mehr die Nase Richtung Licht. Ja, beim Loop Light ist es so. Ihr habt einen Lichtring um die Nase rum, die Lampe, die Nase etwas mehr zu mir noch, etwas mehr, ja genau. Und hier habt ihr aber so Nasenschatten, das heißt, es ist ein offenes Rembrandt. Das Dreieck ist offen nach unten und dadurch nennt man es Looplight, weil ihr quasi einmal so einen Loop rum habt um die Nase, um den Nasenschatten sozusagen. Das ist nochmal so eine leichte Variante davon. Genau, etwas, das, da muss ich jetzt nicht umbauen, das kann ich mit der Kamera einfach zeigen. Einmal so. Bin ich noch drin? Technik heute. Ich mache alles kaputt und dann gehe ich nach Hause. Ach so, bin ich gar nicht drin. Also am Ende ist es auch nicht besonders kompliziert. Ihr habt eine lichtzugewandte und eine lichtabgewandte Seite. Ja? Das heißt, ich lege es jetzt einfach mal weg, weil wir sind auch eh, glaube ich, fertig. Wenn ich von der Seite fotografiere, von der das Licht kommt, habe ich langes Licht. Ja? Ganze Gesicht, alles ist voller Licht. Und ich habe vielleicht hinten ein bisschen Schatten an der Kontur. Wenn ich von der anderen Seite fotografiere, habe ich wie so eine Silhouette. Diese Gesichtshälfte ist komplett im Schatten, bis vielleicht auf die kleine Lichttasche hier unterm Auge jetzt im Moment. Und ich habe nur eine helle Silhouette drumherum. Ne? Und das sind so stimmungsvolle Bilder, die wirklich so ein bisschen Drama haben. Alles ist dunkel, man hat nur so ein bisschen Licht, was von hinten kommt. Und das ist eigentlich viel spannender, weil es mehr verdeckt. Und wenn was verdeckt wird, ist es meistens interessanter, als wenn man einfach alles zeigt. Ne? Genau. So weit, so gut. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur euch beiden natürlich ganz, ganz herzlich für diesen wirklich großartigen und auch bunten Abschluss unserer Ja, danke. Live-Workshops zu danken. Ich denke, wir gehen hier heute alle mit einer großen Menge Inspiration und auch der Lust, sicherlich mal was Neues auszuprobieren und kreativ zu werden nach Hause. Und wir würden uns natürlich immer, wenn es euch gefallen hat, gerne über ein Like oder ein Abo freuen, so noch nicht geschehen. Und das natürlich nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren wunderbaren Speakerinnen und Speakern, die letzten 2 Tage da waren und natürlich auch bei unseren Models, die hier wirklich tapfer die Dauerbestrahlung in dem Fall auch Genau. noch durchgehalten haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Das ist nicht selbstverständlich, dass uns jemand hier wirklich so intensiv über die Schulter schauen lässt. Und natürlich auch einen herzlichen Dank an euch, sowohl natürlich an alle die, die im Livestream zuschauen, als auch natürlich an euch hier vor Ort, die hier auch ganz tapfer durchgehalten habt, quasi einige schon den ganzen Tag. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Wir haben uns sehr gefreut und wünschen euch natürlich noch einen ganz, ganz schönen Abend. Danke auch von mir.